Ich denke, es ist wichtig, dass man biblisch die richtige Erkenntnis über die Zusammenhänge hat, was nicht heißt, dass wir alles wissen müssen. Das tut Gott auch gar nicht. Je nach Berufung offenbart er mehr oder weniger. Aber die Grundzüge der Heiligen Schrift sind wichtig. Und wir sehen in der Heiligen Schrift etwas, das faszinierend ist, und zwar, dass die Bibel davon ausgeht, dass es mehrere Antichristen gibt. Die kommen immer wieder in der Geschichte, bis sie dann den Höhepunkt im richtigen Antichristen erreichen. Genauso ist es mit den apokalyptischen Reitern. Es gab immer diese Abläufe, so wie auch Daniel schon berichtet, wo er die Weltreiche darstellt. Die sind immer galoppiert, es begann immer mit der Verführung, dann letztendlich endet es im Krieg, im Hunger, im Elend. Es ist immer da gewesen. Man könnte fast sagen, wenn jetzt durch die Zeit, durch die Weltgeschichte, die apokalyptischen Reiter getrabt sind, die sind immer wieder mal aufgetrieben, dann kommen wir jetzt auf einen Zustand, wo sie galoppieren, wo auch die Seuche, Erdbeben, wisst ihr, man gewöhnt sich schon so dran, dass du dir gar nichts mehr denkst, wenn solche Sachen passieren, da bist du schon fast dran gewöhnt, gell? Es wird immer, immer krasser. Geschwind erschrickst du, aber dann verdrängt man es wieder. Und wenn man mal Statistiken ansieht, wie das früher war, dann siehst du erst, dass das wie explodiert ist, je weiter die Endzeit vorwärts geht. Und ich möchte heute etwas mit uns betrachten, das eine ganz große Rolle spielt. Die Bibel geht davon aus, das sagt auch Daniel 12, dass sich alles entwickelt. Das ist, weil Gott das natürliche, auch das geistliche Leben, dem menschlichen Leben angeglichen hat. Es ist alles ähnlich wie in der Natur, es gibt ein gewisses Wachstum und so reift alles aus und es reift auch jetzt dieses Böse immer mehr aus. Und wenn man die Offenbarung genau sieht, man hat dann viele Abläufe, aber sie sagt etwas klipp und klar, dass die gesamte Weltgeschichte, und das geschieht vor unseren Augen, von zwei Dingen geprägt wird. Von einem Weib, sagen die alten Übersetzungen. Ich sage doch nicht gern Frau, weil das ist ein Weib, wo hier sitzt. Das ist nämlich die Hure Babylon. Und die sitzt auf einem Tier. Von dem Tier und von dem Weib wird die gesamte Welt geprägt. Und ich lese uns mal einfach zum Verständnis, Offenbarung 17, ab 1. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau, berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr. Und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen, im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen, der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte. Und es ist einer von den sieben und es läuft ins Verderben. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht oder Vollmacht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht oder Kraft und Herrschaft dem Tier.
Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn er ist der Herr der Herren, der König der Könige und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Es ist ein Riesenproblem. Wir haben einfach, das ist menschlich, wir haben als Menschen bestimmte Vorstellungen. Diese Vorstellungen, auch über biblische Themen und über Dinge, werden in der Regel von unserer Vergangenheit geprägt, von unseren Erfahrungen, so wie wir geschult wurden, wie wir zu Beginn unseres Glaubenslebens uns aufgestellt haben. Und manchmal ist es einfach wichtig, diese Dinge abzulegen und nur zum nackten Bibeltext zu gehen. Und wir möchten das heute jetzt einmal gucken, und zwar in der Antike. Und wir haben heute eine Generation, die ist geschichtslos, die läuft rum wie die, darf ich mal ganz deutlich sagen, wie ich es empfinde, also ich möchte niemanden beleidigen, aber ich sage mal rum, die laufen rum wie die Idioten. Du siehst Kinder, wo wir im Wald waren, mit Pfeil und Bogen geschossen haben, ich glaube, das ist normal für einen jungen Kerle, die Mädchen haben mit Puppe gespielt, das ist auch normal. Siehst du heute die rumlaufen, die haben nur noch ihr Smartphone oder ihr iPhone vom Gesicht und laufen rum wie die Idioten. Also die haben auch Geschichtsbewusstsein, gar nichts mehr, die sind nur noch programmiert, die sind praktisch hypnotisiert, die sind gehirngewaschen. Und daher kommt natürlich auch, dass die geschichtlich keine Ahnung haben. Wenn ich zu denen sage, Bismarck, da wissen die nicht, ob es der Bismarck-Hering ist oder der Kanzler. Versteht ihr, das ist das Problem. Europa, da denken sie ja, das ist das Ding da, was gerade vor unseren Augen abläuft. Das ist alles Quatsch. Die haben kein Bewusstsein. Darum möchte ich heute mal auch zurückgehen. Und zwar, man muss mal sagen, dieser Kampf, der mit der Hure Babylon und der Gemeinde, die die Bibel als Jungfrau bezeichnet, zu tun hat. Das ist der grundsätzliche Kampf der Endzeit. Und in der Antike war es klar, wer ist Europa? Wisst ihr, und jetzt kommen wir zur Wurzel. Wir denken immer, Europa ist der Zusammenschluss von ein paar europäischen Staaten. Das stimmt aber nicht. Europa bedeutet vom Wortbedeutung her dunkel. Da steckt schon Finsternis drin. Zum Zweiten ist es ein Synonym für das Abendland. Das Morgenland ist das Land der Helle, das Abendland ist das Land des Dunkels. Und Europa war die Tochter eines phönizischen Königs, der hat Agenor geheißen und seine Frau Telephassa. Und interessant ist, geraubt wurde sie bei Sidon. Sidon und Tyrus, diese kananitische Städte, steht für den Götzendienst. Also du siehst hier, wo du hinlangst, hast du Finsternis, wenn es um Europa geht. Zeus verliebte sich in sie, der Göttervater angeblich, Dämon, biblisch gesehen. Zum Beispiel die Bibel sagt, der Altar Satans ist der Zeus-Altar gewesen in Pergamon, ist der Teufel selber. Und jetzt verwandelt er sich aus Angst vor seiner Frau, der Hera, die war also sehr, die hat schon, so wie es beschrieben wird, zumindest geschichtlich muss die, obwohl es ja nicht geschichtlich ist, sage, aber die hat Haare auf die Zähne gehabt, vor der hat er Angst gehabt. Darum, weil er diese Frau wollte, hat er sich, diese Europa, hat er sich in einen Stier verwandelt, hat die geraubt. Er hat sie, unmoralisches Zeugs, wenn er das lässt in der griechischen Sage, da wird es sehr schwindelig, wie das alles gegangen ist, wie er sie dann auf den Rücken gesetzt hat, mit ihr geschwommen ist durchs Meer, hat sie geraubt, dann sind drei Kinder entstanden aus dieser Verbindung. Und interessant ist, es ist in Sidon passiert. Wenn du Sidon und Tyrus einmal anguckst, ihr könnt es nachlesen, 1. Mose 10, 15, aber auch im Jesaja 23 und Hesekiel 26 bis 28. Und der Fürst von, also Tyrus Sidon ist doppelt, dual, synonym. Und der König von Tyrus ist ein Bild für den Teufel. Also du hast hier nur Finsternis, wo du hinlangst. Und unter anderem wird sie Kronenspinderin genannt, Kronenspenderin. Das heißt, dort wird die Macht verteilt, das haben wir ja gesehen. Die Hure und das Tier, da wird die Macht verteilt, auf denen zwei. Was mir jetzt gleich wichtig ist von Anfang, wir dürfen jetzt nicht so denken, die Frau ist Europa und das Tier ist letztendlich der Weltstaat, das ist zu einfach. Wisst ihr, die Hure Babylon, die abgefallene Christenheit, die hat von Anfang an massiv die Finger in der Politik drin gehabt. Du kannst es manchmal nicht trennen, das geht alles ineinander, das ist ein Sammelsurium, das ist ein Wust. Und die haben immer früher gesagt, der Papst in Rom ist gar nicht der Chef. Der Chef ist der Papst
den man nicht kennt, nämlich der geheime Papst. Das ist der Chef der Jesuiten, das ist der wirkliche Papst. Und heute ist der Papst der Chef der Jesuiten. Heute ist alles offiziell, es hat sich weiterentwickelt. Gell? Und das ist einfach so, wenn du jetzt mal zum Beispiel Hesekiel 28 liest, dann siehst du den Abfall des Teufels. Und es ist so, die Aphrodite, auch eine Göttin der Griechen, die hat scheinbar geweissagt, das ist eigentlich alles Sage, gell? Das muss man ganz klar sagen, dass der Erdteil nach der Europa benannt wird. Also es hat, nochmal, damit wir uns richtig verstehen, das Wort Europa, die ganze Hintergründe, hat hochokkulte teuflischer Hintergrund, das muss uns klar sein. Am 25.03.1957 wurde die europäische Schiene in der Neuzeit eingeleitet. Da wurde die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, gegründet durch die römischen Verträge. Und da war die Deutsche natürlich auch schon massiv mit dabei. Und interessant ist, die größte Ausdehnung hat das Römische Reich unter dem Kaiser Trajan. Das war 57 bis 117 nach Christus. Und ich habe, wenn es interessiert, ich habe die Manuskript mit die Bibelstelle, da habe ich auch eine Karte drauf, wie die Ausdehnung des Römischen Reiches war. Wenn jetzt zum Beispiel ein Angriff der Russen käme, ich sage es mal völlig fiktiv, ein Angriff der Russen oben und Rückschlag unter, dann hätte ich in etwa mit einem Schlag die Grenze des Römischen Reiches, ursprüngliche. Also ich möchte jetzt nicht spekulieren, aber da gibt es hochinteressante Zusammenhänge. Und die haben den ganzen Mittelmeerraum, selbst England, die haben alles umfasst. Drei Kontinente praktisch. Und dann ist etwas gekommen, das wissen die Leute heute auch nicht mehr, weil sie kein Geschichtsbewusstsein haben. Meine Kinder haben mir erzählt, was man ihnen in der Schule im Geschichtsunterricht alles erzählt und was man ihnen nicht erzählt. Da war ich geschockt. Uns hat man das noch beigebracht. Und zwar, es gab das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Ist ein seltsamer Name. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Merkt ihr, die Deutschen haben die Pfote drin. Das ist das, was mich plagt. Ich sage, wieso sitze ich in Deutschland mitte drin im Zentrum von diesen teuflischen Entwicklungen? Wieso? Und das ist brutal. Deutschland hat eine ungeheure Rolle gespielt in der Welt. Das müsst ihr euch vergegenwärtigen. Deutschland zusammen mit Juden hat eine riesige Rolle gespielt. Ihr müsst mal gucken, wer was erfunden hat. Buchdruck. Ihr müsst sehen, wir haben die Reformation angeleiert. Unter anderem aber auch die Täufer. Guckt mal her, wo die alle herkamen. Deutschsprachig, Deutsch, Schweiz, gigantisch. Aber wir haben auch den Bultmann hervorgebracht, der gesagt hat, wenn du einen elektrischen Rasierer benutzt, darfst du nicht mehr an die Wunder der Bibel glauben. Versteht ihr? Wir haben diese ganze Teufelei hervorgebracht. Wir haben die Textkritik hervorgebracht. Und heute ist Deutschland einer der Haupttreiber der europäischen Entwicklung. Wir gelten als Zentrum für Europa. Also das, was England gemacht hat, den Brexit, rauszugehen aus Europa, ist in Deutschland undenkbar. Und unsere Köpfe sitzen teilweise in Europa. Zum Beispiel von Leyen als Präsidentin des Europaparlaments. Und sie ist ja Tochter von Ernst Albrecht, von diesem Politiker. Und da siehst du, dass hier einfach Europa eigentlich nie geendet hat. Und wenn du jetzt in Daniel 7 reingehst, wir gucken das nachher an, wenn du in Daniel 7 reingehst, dann siehst du plötzlich, dass Rom, das Römische Reich, heiliges Römisches Reich deutscher Nation, mündet in das Europa der Endzeit, in der antichristliche Staat, der dann weltweit, stierisch weltweit, Europa ist geprägt von der Hure, von Rom, vom Katholizismus, aber trotzdem, das ist alles vermischt. Und jetzt siehst du hier etwas, die Bibel sagt klipp und klar, Jerusalem, steht in Hesekiel 38, 12, ist der Mittelpunkt der Erde. Manche haben es auch übersetzt, der Nabel der Welt. Und dann sagt die Bibel in Hesekiel 5, 5, ihr merkt, wie wichtig Hesekiel ist, dass Gott um diesen Mittelpunkt der Welt die Nationen angeordnet hat. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Heute in der antichristlichen Entwicklung soll diese göttliche Ordnung, Jerusalem das Zentrum, drumherum sind die Völker angeordnet. Gott wollte die Völker. Er wollte Deutsche, Italiener, Franzosen. Er wollte das, versteht ihr? Er wollte Ägypter, er wollte Indianer, er wollte das. Und heute machen wir Folgendes. Man löst diese ganze göttliche Struktur, das ist ein Schlag gegen die göttliche Ordnung, löst man auf
und macht einen Welteinheitsmischmaschstaat durch Völkerwanderung. Wir haben eine der größten Völkerwanderungen, die es je gab. Vermischung. Das ist eine eiskalt gezielte, teuflisch herbeigeführte, antichristliche Vermischung. So ist gar nichts. Und das soll diesen Weltstaat erzeugen. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das ist vielleicht das, was mich am meisten erschüttert hat. Das Weib auf dem Tier, die Hure. Ist euch das klar? Die Hure Babylon ist nicht als Hure geboren. Keine Frau wird als Hure geboren. Jede Frau wird als Jungfrau geboren und sie wird dann zur Hure werden, wenn es dumm läuft. Da gehören auch die Flüche dazu aus 2. Mose 20. Aber der Herr Jesus hat das vollkommene Opfer gebracht, Galater 3, 13, wo jeder Fluch gelöscht wird. Jetzt kommen wir zu dem Problem. Ich möchte es vorab sagen, bevor man in die Tiefe geht. Wenn eine Gemeinde genau dieses Galater 3, 13 nicht anwendet, konsequent das vollkommene Opfer anwendet, dann steht sie in einer riesigen Gefahr, dass sie zu einem Teil dieser Hure Babylon wird. Die Hure Babylon, das ist letztendlich so, ihr könnt es nachlesen in Hesekiel 16. Das ist immer das Gleiche. Da wird es beschrieben, bildhaft, als von Israel her schattenbildlich, wie der Herr sich ihnen erbarmt hat, sie gewaschen hat. Wir wissen, dass er gewaschen hat durch Jesu Blut. Wie das wunderbar alles geschah und wie sie dann zur Hure wurde. Wisst ihr, und wenn die Bibel sagt Hure Babylon, dann war davor die keusche Jungfrau der Gemeinde. Die Hure ist nichts anderes wie ein Bild für die abgefallene Christenheit, die ihre Jungfräulichkeit verworfen hat und sich dem Teufel ausgeliefert hat. Was ist das Merkmal für eine Hure? Sie gibt sich Preis um Geld, um einen Vorteil. Und genau das ist das Problem. Die Gemeinde wollen einen Vorteil, sie wollen sein wie diese Welt und dann liefert sie sich letztendlich aus und werden zur Hure Babylon. Das ist unser Problem. Aber das einmal vorab. Wenn aber das vollkommene Opfer im Mittelpunkt ist, dann geschieht das nicht. Aber es gibt auch den anderen Weg. Das hat mich fasziniert. Habt ihr den Stammbaum Jesu gelesen? Wisst ihr, manchmal, als ich ein junger Gläubiger war, habe ich gedacht, jetzt muss ich den Stammbaum lesen. Stammbäume sind Zucker. Du musst mal gucken, wer im Stammbaum Jesu drin ist. Natürlich ist das die menschliche Schiene. Der ist ja nicht vom Mann geboren, sondern durch den Heiligen Geist gezeugt. Insofern spielt das keine große Rolle. Aber da ist zum Beispiel die Hure Rahab drin. Und du siehst, dass man wie Rahab geistlich gesehen, von der Hure zur Jungfrau werden kannst. Also es gibt auch den anderen Weg, gell? Also da ist immer noch Hoffnung. Das ist wunderbar, gell? Also ich bin da fasziniert. Aber wenn wir uns das einmal jetzt wieder angucken, Offenbarung 17, sie sagt von vornherein, sie sitzt in vielen Wasser. Und Vers 15 hat er klipp und klar gesagt, es sind die Völker, das ist keine Spekulation. Das ist das Völkermeer. Wisst ihr, jetzt müsst ihr einfach mal gucken, was jetzt in dieser Endzeit. Ich denke, da sind wir einig. Endzeit 48, Gründung des Staates Israel. Die Bibel sagt, es wird ein Volk sein, das aus allen Völkern zerstreut war, wieder zurückgekommen ist. Das ist die Definition von Endzeit. Endphase der Endzeit, Jerusalem wird zurückerobert. Das steht im Lukas 21, 25, ist 1967 geschehen. Wir haben also die Endphase. Und in dieser Endphase muss es geschehen, dass aus diesen vielen Einzelstaaten ein Weltstaat geschieht. Da muss geschehen, dass die abgefallene Christenheit immer mehr zur Hure wird und diese Hure immer mehr die Leute verderbt, bis dann der Weltstaat die Hure zerstört. Weil die mögen sich im Prinzip, wenn man es genau nimmt, also der Staat mag die Hure nicht. Der Hure wird es gefallen, dass sie auf dem Tier reiten darf. Das ist ja das Teuflische. Und da hast du Offenbarung 17, 4. Die Frau war bekleidet in Purpur, Scharlach, übergoldet mit Gold, Edelsteinen, Perlen. Sie hatten einen goldenen Becher in ihrer Hand voll Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und da siehst du ganz einfach, sie hat mit dieser Weltmacht sich verbunden. Wisst ihr, wir haben eine Gemeinde gegründet und haben gesagt, wir wollen mit dem Staat nichts zu tun haben. Wir wollen kein Geld vom Staat. Ich habe Gemeinde, die nehmen Zuschüsse vom Staat. Ich muss sagen, Entschuldigung, wir können keine Spendequittung und nichts ausstellen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben zum Staat gesagt, du lässt uns in Ruhe, wir lassen dich in Ruhe. Wir haben einen gläubigen Steuerberater haben gesagt, die macht das nie, probier es lieber gar nicht. Sie haben es gemacht, ist ein Wunder. Wir sind vollkommen frei von dem allem, wir haben mit dem Staat nichts zu tun. Aber die Hure Babylon verbindet sich mit dem Tier, mit der Welt. Sie will Macht. Wisst ihr, und warum sagt Rom bis heute, dass sie letztendlich der Kopf ist der ganzen Welt? Und
Da gehört natürlich die freie Maurerei dazu, da gehört die ganze Finanzwelt dazu. Wir lesen ja auch in der Schrift, deine Großen waren die Kaufleute dieser Erde. Brutal, muss man sich mal vorstellen. Deine Großen waren die Kaufleute dieser Erde, steht in Offenbarung 18, 23. Und dann plötzlich landest du bei etwas, bei diesem Weltwirtschaftsforum, du siehst plötzlich, es wird alles eingeben. Ist euch schon aufgefallen, du darfst keine Meinung mehr haben. Es wird alles eingeebnet, es wird alles vorgegeben. Die Staaten werden ausgelöscht, es gibt jetzt keine Spezialitäten mehr. Wisst ihr, haben wir früher haben wir gesagt, der Deutsche, die Engländer haben ja ein ganz einfaches Schimpfwort für die Deutsche gehabt. Sie haben uns Sauerkraut genannt. Ist doch einfach, gell? Das war klar, Sauerkraut. Dann müssten wir zu ihnen sagen, Steak oder ihre blutige Fleischstückle, wo sie da essen. Gell? Beefsteak und so Zeugs. Wisst ihr, das Problem ist, das wird alles ausgelöscht, wird alles eingeebnet zugunsten einer Welteinheitsschiene, wo alle gleich sind, wo es keine Nationen mehr gibt, keine Unterschiede mehr. Und die Hure macht das Gleiche auf der geistlichen Ebene. Einebnung, alles gleich. Wisst ihr, und die Frage, wenn du das jetzt einmal ganz klar siehst, die Bibel nennt es Unzucht. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es von der menschlichen Unzucht zu der geistlichen Unzucht gibt. Es gibt nämlich Hurerei und eine Unzucht, die viel schlimmer ist wie die weltliche, obwohl die schlimm genug ist. Und das ist die geistliche. Und er sagt klipp und klar, diese Hure hat die ganze Welt mit ihrer falschen Lehre, mit ihren Gräueln, mit ihrer Zauberei, mit ihrem Okkultismus verderbt. Und ich sage es mal ganz offen, ihr müsst einfach wie kleine Kinder die Bibel lesen. Die Bibel sagt, Hebräer 10, 10 und 14, mit einem einmaligen Opfer hat Herr Jesus ein für alle Mal alles getan. Er setzt sich zur Rechte des Vaters, er ruft am Kreuz schon, es ist vollbracht. Wir haben ein vollkommenes Opfer. Und das ganze Christentum hat nur eine einzige Schiene. Wie nehme ich das vollkommene Opfer an? Wie löse ich das alles aus? Das ist ganz einfach. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Die Hure macht genau das Gegenteil. Statt einem vollkommenen Opfer, sagt sie zum Beispiel, in der Messe wird das Opfer Jesu unblutig, in der Bibel steht, ohne Vergießen von Blut gibt es keine Erlösung, wird unblutig wiederholt vom Priester. Du hast also einen vollkommenen Götzendienst. Das ist genau diese Zauberei. Lourdes und alle diese Dinge. Du hast lauter okkultes Zeugs. Du hast heilige, in Wirklichkeit sind es Erscheinungen, in Wirklichkeit sind es Dämonen. Du hast Teufelei ohne Ende. Und das geht immer weiter. Wisst ihr, ich habe früher geglaubt, die Freikirche sind frei von dem. Da muss man mal gucken, was die Freikirche alles macht. Die überlegen sich eiskalt, ob sie homosexuelle Paare segnet und solche Dinge. Wisst ihr, wo die Bibel klipp und klar sagt, Sünde. Aber das war für die Gemeinde zu meiner Zeit, als ich zum Glauben kam, undenkbar. Selbst in Teilen der evangelischen Kirche war das undenkbar. Auch in der katholischen Kirche völlig undenkbar. Heute geht alles. Das heißt, die Hure mit ihrem, ich sage mal so, Charme, den sie hat mit ihrem Prunk. Und Bruder von mir, das war für mich ein ganz interessantes Erlebnis. Der sagt zu mir, Karl Hermann, der war radikal gegen das alles, der sagt zu mir, ich bin in Beuron ins Kloster gegangen. Und dann haben sie begonnen, ihre lateinische Gesänge. Jetzt bist du hier. Der Prunk, das Gold, die wunderbaren Gesänge, gregorianische Gesänge und dieses Zeugs, haben sie da losgelassen. Und dann sagt der Bruder zu mir, ich hatte einen Schock, sagt er zu mir, Karl Hermann, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich beherrschen müssen, dass ich nicht mitgesungen habe. Er hat gesagt, es hat mich gepackt, das ist Zauberei, versteht ihr? Schon Kult, das sind diese teuflische Linie, der wurde gepackt. Ich bin, wenn ihr nach Meran fahrt, nach Südtirol, da kommst du oben über diese große Ebene, da hat es dann irgendwo links hat's Mariakirche, da müsst ihr mal rein. Dann verstehst du den Vers. Ich habe sowas noch nie gesehen. Da ist nicht der Jesus im Mittelpunkt, da ist Maria im Mittelpunkt. Alles Gold, Silber. Ich war in Melk. Ist mit eines der größten Heiligtümer. Da hast du einen Schock. Also jetzt musst du mal angucken als normaler Mensch. Das glaubst du gar nicht. Und da hast du die Hure. Und jetzt denkst du, ah, die Freikirche nicht, aber es kommt jetzt langsam rein. Die Gemeinde Wachstumsbewegung hat zum Beispiel gesagt, wir dürfen nicht mehr den Leuten zumuten, dass da so ein Männlein steht hinter dem Rednerpult, da sitzen die Leute auf Stühle, das stößt die Leute ab. Was müssen wir tun, dass es wunderbar wird, dass sie sich wohlfühlen? Was müssen wir für Musik machen? Was müssen wir für Botschafter bringen? Was müssen wir ihnen bieten? Das ist die Hure. Und die ist inzwischen in die Freikirche genauso eingedrungen wie
Nichts anderes. Und ganz langsam, aber sicher wird immer mehr von der Jungfrau, und ich hoffe, ihr wisst, was ich meine mit Jungfrau, 2. Korinther 11, 2 sagt klipp und klar, Paulus will die Gemeinde Christus als keusche Jungfrau, als Braut zuführen. Also die Gemeinde ist immer die keusche Jungfrau. Und der Großteil der Christenheit hatte das lange Zeit, auch die Freikirchlichen und die Wiedergeborenen, die Bekehrten aus der Erweckung. Nach dem Krieg gab es eine Erweckung, ab 46 ist eine wirkliche Erweckungsbewegung über diese westliche Welt gegangen und ist alles weg. Und inzwischen wird das immer mehr degeneriert, wird immer mehr zur Hure. Wie gesagt, letztendlich ist es ein Geheimnis und sie geht dann weiter und sagt, es ist ein Geheimnis, Babylon. Und jetzt müssen wir wieder auf Offenbarung aufpassen. Er sieht. Ist euch klar, in der Offenbarung müsst ihr zwei Dinge unterscheiden. Zwei Dinge ganz krass. Wenn Johannes etwas sieht, dann hast du einen Mensch mit einem Bildungsgrad 90 nach Christus. Also wenn der zum Beispiel Rakete oder Flammenwerfer oder solche Dinge sieht, dann sagt er, sieht aus wie eine Heuschrecke, aus dieser Schwänze kommt Feuer raus. Das ist relativ einfach. Und du musst immer, wenn Bilder sind, musst du dir klar sehen, Gott zeigt einem Menschen mit der Bildung etwas, er darf es sehen. Und ich habe mir in der Offenbarung immer angestrichen, wo sah oder sehend steht, dass mir klar ist, jetzt muss ich denken, wie denkt jemand, was durfte der sehen, 90 nach Christus. Und es gibt was Zweites, wenn die Bibel sagt, hören, dann redet Gott direkt, dann brauchst du überhaupt nichts filtern. Hören ist immer so, wie es geschrieben steht. Und sehen muss man untersuchen und er sieht die Hure. Das ist natürlich ein Bild. Warum macht Gott das in Bildern? Weil die Bibel durch die gesamte Gemeindezeit gilt und weil manche Dinge du zu einer bestimmten Zeit der Geschichte noch nicht verstehen konntest. Genauso zeigt er geistliche Dinge im Himmel letztendlich in Bildern, weil wir sie mit unserer dreidimensionalen Wesensart, mit unserem Hirn nicht verstehen können. Aber was ganz klar ist, er sagt klipp und klar, sie verfolgt die Gläubigen. Sie ist trunken vom Blut der Heiligen, Galater 4, 29. Der noch im Fleisch geborene, das sind alle abgefallene Christenheiten, egal wie die heißen, hat immer die noch im Geist geborene, die wahre Gemeinde verfolgt. Das kannst du verfolgen. Darum habe ich auch die Heftchen vom Sattler und vom Manz und so aufgelegt, aus einem ganz einfachen Grund, um zu zeigen, die Katholiken haben die wahre Gläubige verfolgt, aber die Evangelischen haben sie genauso verfolgt. Die Orthodoxen verfolgen, es verfolgt jeder. Das ist brutal. Die Hure verfolgt immer die wahre Gemeinde. Andersrum, die Hure verfolgt immer die Jungfrau. Regel ohne Ausnahme. Und dann kommen die Leute mit leuchtenden Augen. Da hat Luther dazugehört, da hat Calvin dazugehört. Alle diese Leute, sie sind völlig begeistert von Augustinus. Wir müssen mal Augustinus lesen, was der alles losgelassen hat. Der hat den Katholizismus erfunden, der hat den Calvinismus erfunden und der hat die Christenverfolgung erfunden. Der hat klipp und klar gesagt, wenn sie nicht wollen, dann nötige sie hereinzukommen. Das bedeutet, nimm die Waffe. Wisst ihr, da kommt die Hure, da wurde sie geboren. Das ist eigentlich der Papst gewesen, der Hure in der Antike. Und jetzt sagt die Bibel, und das muss uns einfach klar sein, dass wir als Gläubige, wisst ihr, die Gefahr, was der Bruder gesagt hat, er geht da in das Kloster und die Gesänge ergreifen ihn. Manchmal kann man sagen, oh, wäre es schön, wenn wir eine gesehene Gemeinde wären, wenn alles wunderbar wäre, wenn die Leute kommen würden. Sie würden kommen aus Überzeugung, es würde brechend voll sein. Hatten wir ja alles schon, war es gut? Das ist die Frage. Wisst ihr, und alle diese Dinge, man wird von dem gelockt, aber muss sich Offenbarung, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht der wichtigste, Offenbarung 19, 2, ist Gedächtnisrufe. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verdorbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihr gefordert. Und nochmals sprachen sie Halleluja und der Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, da steht im Griechischen, hinein in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Das ist brutal. Also jetzt muss klar sein, die Hure fährt in die Hölle. Die Gemeinde, die Jungfrau, geht in den Himmel. Das ist der Unterschied. Wisst ihr, warum mache ich überhaupt so ein Thema? Das ist ein ganz einfacher Grund. Wir müssen lernen, was müssen wir tun, dass wir nie zur Hure werden, nicht einmal ansatzweise, dass wir nicht einmal Berührungspunkte kriegen. Was müssen wir tun? Aber zuerst nochmal Daniel 2, wegen diesem
letzter Reich. Es gibt ja inzwischen Leute, und ich bin manchmal fasziniert, wie leicht man die Leute faszinieren kann. Da kommt jemand und sagt plötzlich, das Vierte Reich ist nicht Rom, das ist irgendein Staat im Nahen Osten. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, Daniel 2, Daniel 7, jeder Bibelleser weiß das, werden die Weltreiche dargestellt. Und wenn man das nicht mehr sieht, ich muss mal so sagen, Gott hat ja nicht die Bibel für Spezialisten mit Spezialoffenbarungen geschrieben, sondern dass ein normaler Mensch es sehen kann. Wenn du jetzt genau siehst, was hier passiert, dann siehst du einfach, du hast Babylon, du hast Medo-Persien, du hast Griechenland, du hast Rom. Das sind die vier großen Weltreiche. Und jetzt sagt die Bibel, es war nicht mehr, dann ist wieder teilweise das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Und am Schluss ist es wieder voll da. Wisst ihr, das ist so einfach. Und Daniel 2 ab 40 sagt relativ einfach, es wird ein viertes Königreich auftreten, es wird stark sein wie Eisen. Es wird alles zertrümmern, alles zerschmettern, ich sage es mal in meine Worte. Und es wird aus Zehen bestehen, ein Teil aus Ton, Teil aus Eisen, und darum heben sie nicht zusammen, Oststrom, Weststrom. Also jeder, der sich ein bisschen geschichtlich auskennt, aber die heutige Generation kennt ja keine Geschichte mehr, sieht ganz klar, es kann bloß Rom sein, es kann nichts anderes sein. Aber da können mir die Leute alles erzählen, was sie wollen. Ich sage es einmal ungeschützt, da wird auch viel Unsinn erzählt. Und wenn man das ein bisschen faszinierend darstellt, die Leute glauben alles. Daniel 7,7, hier haben wir jetzt nochmal eine Darstellung. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten sie ein viertes Tier. Nochmal, viertes Tier ist das Römische Reich, das antichristliche Reich, das Weltreich der Endzeit. Außerordentlich stark, es hatte große eiserne Zähne, fraß, zermalte, zertrahlt das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle Tiere und hatte 10 Hörner. Dann kommen die Leute und sagen, oh, wir haben glaubt, es ist Europa, der 10-Staaten-Bund, das war der mal 10. Wenn du ein bisschen dich auskennst, dann weißt du, Club of Rome, 1957 römische Verträge, dass die schon lange Zeit vorher die ganze Welt in 10 Bereiche eingeteilt haben. Das ist der 10-Staaten-Bund. Das ist das Weltreich. Und die Bibel sagt klipp und klar, auf das steuert es hin. Und dann steht hier was Hochinteressantes. Hier haben wir schon den Kopf zermattet, ich weiß es nicht. In Offenbarung 17 steht dann etwas, das hat mich doch tief erschüttert, in Vers 12. Sie erlangen Macht oder Vollmacht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. 1000 Jahre sind wie ein Tag. Wenn du auf dieser Basis das umrechnest, dann kommst du auf 41 Jahre und 8 Monate. Ich habe bisher nicht rausgekriegt, wann die 41 Jahre angefangen haben, ob sie schon angefangen haben und wie die laufen. Aber es geht 41 Jahre und 8 Monate. Wisst ihr, die Bibel ist ja kein Märchenbuch. Wenn die Bibel sagt eine Stunde, dann meint sie das. Und die meint nicht eine Stunde, das ist in der Bildersprache ausgeschlossen. 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Wisst ihr, wenn du das umrechnest, dann kommst du auf 41 Jahre. Also da wird ein gewaltiges Reich entstehen, das letztendlich alles zertrampelt. Die Bibel sagt, es wird sei schlimmer als alles, was vorher war. Das antichristliche Reich wird schlimmer sein als alles, was du jemals gehabt hast. Und die Verführung durch die Hure wird schlimmer sein als alles, was wir je gehabt haben. Und wenn du dann Daniel 7, von 9 beginnt es eigentlich schon, bis 14 liest, da sagt die Bibel ganz einfach, was dieses antichristliche Reich, und das ist ja interessant, da gibt es wieder Brüder, die sagen, ich sage nichts, dass die Brüder da jetzt, die haben einfach eine andere Erkenntnis, die sagen, das Tier hat gar keinen Kopf, sondern das Tier ist nur ein Staat, das ist nur die UNO. Aber wisst ihr, das Tier hat ein kleines Horn. Wenn er alles genau durchlässt, hat ein kleines Horn, das große Rede führt gegen Gott und gegen die Gemeinde, ist der Antichrist. Und jetzt sagt die Bibel, Daniel 7,11, ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet, sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Das heißt, dieses gesamte Weltreich wird in die Hölle fahren. Alle, die nicht bekehrt sind, großer weißer Thron. Gott wird mit Feuer und Schwefel richten. Insgesamt wird 50% der Menschheit sterben. Und es kommt ganz wichtig, es muss für uns klar sein. Vers 12, auch die Herrschaft der anderen Tiere verging und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde Herrschaft, Ehre, Königtum verliehen und alle Völkerstämme sprachen, dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das 1000-jährige Reich, der Herr Jesus.
Wisst ihr, dieses ganze antichristliche Reich hat nur eine ganz begrenzte Laufzeit. Und die Frage ist für uns, was muss ich privat, wisst ihr, mir geht es nicht um die Grundsätze, über die kann man streiten. Aber mir geht es darum, 2. Korinther 11, 1 und 2, wenn ich diese Hure verwerfe und eine keusche Jungfrau als Gläubiger sein will, was muss ich tun? Ihr müsst Offenbarung 18 lesen oder 2. Korinther 11, wo es weitergeht, nachdem die Gemeinde dargestellt wird. Da sagt die Bibel etwas und jetzt kommen wir zu einem Zentralpunkt, wo man die Schlacht verlieren kann, dass man Jungfrau ist und zur Hure wird, aber als Gemeinde. Und zwar, da hat die Bibel einen ganz hochinteressanten Ausdruck. Sie sagt nämlich, ich lese mal 2 und 3 zusammen, um dann zu 4 zu gehen. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Das ist die Gemeinde. Kommt das Nächste. Ich fürchte aber, jetzt beginnt die Hure. Es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung, wisst ihr, was Gesinnung ist? Nous, Einstellung. Hier steht Noemata, also die Grundeinstellung, verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegen Christus. Das heißt, die Sache entscheidet sich, wie ich privat zu meinem Jesus und zu seinem Opfer stehe. Wisst ihr, wenn man mir der Herr Jesus wegnimmt und sein Opfer, bin ich erledigt. Und wenn sich ein Gläubiger gefallen lässt, dass mir anstelle vom Herrn Jesus und vom Opfer andere Dinge gibt, Sakramente, Erlebnisse, Geistestaufe, Handauflegung, Kräfte, Leute fallen dumm, dann werde ich zur Hure. Wisst ihr, wenn das vollkommene Opfer nicht mehr im Zentrum steht, dann kriege ich ein Problem. Und die Bibel geht dann weiter und sagt, wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, kann man einen anderen Jesus verkündigen? Wir glauben manchmal in unserer Einfalt, nur wenn man den Namen Jesus sagt, habe ich schon den Jesus der Bibel, den wir nicht verkündigt hatten. Oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, kann man einen anderen Geist empfangen? Ja, das ist das Problem. Den ihr nicht empfangen habt. Oder ein anderes Evangelium. Gibt es ein anderes Evangelium? Natürlich. Wisst ihr zum Beispiel auch, die Leute sind ja so, weil die Hure hat die Gläubiger schon so narkotisiert, dass sie gar nicht mehr den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Das, was ich jetzt sage, wenn man sagt, kann man das darf nicht sagen, da gibt es Streit unter die Brüder. Soll ich euch ehrlich was sagen? Ist mir egal. Das ist ein ganz einfacher Grund. Die Lehre, dass der Herr Jesus nicht für alle gestorben ist, sondern nur für die Elite. Und dass Gott vor Grundlegung der Welt Leute zur Hölle bestimmt hat, ohne dass sie was dafür können oder tun. Und dass er nur die Erwählten rettet. Man nennt das doppelte Prädestination. Ist eine Lehre aus der Hölle. Ist euch das klar? Das ist genauso ein falsches Evangelium. Meine Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er jeden, der an den Jesus glaubt, rettet. Und nicht die Auserwählte hat er geliebt. Und die, wo er geliebt hat, die brauchen nicht einmal was tun, die bekehren sich automatisch. Das sind diese Lehren. Das ist völlig irre. Das sind die falschen Dinge. Und das muss einfach klar sein. Man muss aufpassen, dass man nicht zur Hure wird. Und wenn du das dir ganz langsam vergegenwärtigst, dann siehst du auch in der Schrift, wo die Grenze verläuft. Geschwister, 2. Korintherbrief ist einer der wichtigsten Briefe der gesamten Bibel. Er ist der seelsorgerlichste Brief der Bibel, wo Paulus alles wunderbar seelsorgerlich erklärt. Und aus dem Grund kommt auch in 2. Korinther 11 diese Darstellung, die Jungfrau, wie man zur Hure wird. Das spielt eine riesige Rolle. Wenn du das jetzt alles siehst, Epheser 5, 25 vergleicht das wieder mit der Ehe. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich da selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ist das nicht herrlich? Jetzt einmal ganz kindlich eifältig. Wenn du das liest und 2. Korinther 11, dann musst du doch sagen, damit will doch der Herr Jesus absolut, dass ich eine Jungfrau bin. Im tiefsten Sinne des Wortes. Und dass ich keinen von dem Dreck von der Hure Babylon bei mir in meiner Gesinnung, das ist nämlich ganz wichtig, zulasse. Das heißt, da geht es um mein Denken. Wisst ihr, ich muss sagen, ja, was tue ich jetzt? Wisst ihr, wenn ich jetzt eine Liste machen würde, was man mir alles in meinem relativ nicht so ganz kurze Leben, was man mir alles schon beigebracht hat, was ich tun soll, dann muss ich sagen, da könnte ich ein Buch mitfüllen.
Aber die Bibel sagt was ganz Einfaches. Sie sagt, du musst bei der Einfalt dem Herr Jesus gegenüberbleiben. Wir haben nichts zu verkündigen, sagt Paulus, als Christus allein und sein Kreuz. Wir haben letztendlich das vollkommene Opfer, in dem alles geschehen ist. Epheser 1, 17 bis 19. Und ein Bild, wo das darstellt, das Verhältnis der Jungfrau, der Braut zum Bräutigam, zum Herr Jesus, ist Hohelied. Und wenn ihr jetzt einmal guckt, Hohelied 1, ab 2, er, also der König, der Bräutigam, der Herr Jesus, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Was ist sein Mund? Das Wort Gottes. Da siehst du, der wahre Gläubige hat Sehnsucht nach dem Wort Gottes. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Keine Ekstase. Wein führt zur Berauschung. Trotzdem darf man Wein trinken, wenn man sich nicht berauscht. Gell? Dass man da jetzt nicht das andere Extrem fällt. Keine Berauschung, sondern die Liebe Jesu ersetzt das alles. Lieblich duften deine Salben. Salbung ist letztendlich das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist das, was der Gläubiger auferbaut, was der Gläubiger zur Ruhe bringt. Das ist die Salbung, das Wirken des Geistes. Dein Name, der Name Jesus, ist wie ausgegossenes Salböl. Jetzt sind wir wieder bei Johannes 16. Der Heilige Geist lässt die Leute nicht rückwärts umstürzen, der Heilige Geist geht nicht hin und vergewaltigt die Leute, sondern die Bibel sagt klipp und klar, er ist Prediger und Überführer von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er zeigt das zukünftige Himmel-Hölle, er zeigt die Endzeit und er verherrlicht Jesus. Das ist es, was hier gemeint ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Darum lieben dich die Jungfrauen. Die Jungfrauen lieben dich. Eine Jungfrau hat immer im Zentrum ihres Glaubenslebens der Herr Jesus. Wisst ihr, ich habe mir schon überlegt, du hast ja eine Entwicklung, man nennt das auch Heiligung, wo du manche Sünde einfach nicht mehr begehst. Und da musst du aufpassen, dass du im Hochmut nicht auf die andere Seite fällst. Ich habe einfach bei mir gelernt, auch wenn ich hochmütig war, und jetzt erzählt mir nicht, dass ihr nicht auch hochmütig seid von Zeit zu Zeit, das ist jeder. Wenn es zu gut gelingt, dann wird man hochmütig, versteht ihr? Darum kriegst du manchmal eine aufs Dach. Das ist nämlich wichtig, Psalm 119, 67, ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Manchmal brauchst du einen aufs Dach, dass du mal wieder siehst, wie du bist. Und das ist mir jetzt oft, also ich hatte jahrelang, wo nichts war. Und dann wohl habe ich, ohne dass ich gemerkt habe, bin ich hochmütig geworden. Ja, das mache ich ja nicht und überhaupt und ich. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat nur die Hand abgezogen. Nach einer Zeit, plötzlich, habe ich mich versündigt. Ich hatte einen Schock. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich mich versündige. Wieso, bin ich besser wie die anderen? Und dann habe ich gelernt, dann bin ich wie ein kleines Kind zu meinem Jesus gekrochen, habe gewinselt nach der Reinigung durch Jesu Blut und wurde wieder zur Jungfrau. Und da hat die Sünde aufgehört. Ich konnte die Sünde dann brechen durchs vollkommene Opfer. Wisst ihr, aber ich muss von Zeit zu Zeit von Gott eine aufs Dach kriegen. Er muss mich manchmal in was hineinfallen lassen, dass ich neu zum Herrn Jesus getrieben werde. Dass das passiert, was hier bei der Jungfrau ist, dass wir der Herr Jesus lieben, wegen seinem vollkommenen Opfer. Jetzt kommt 4. Zieh mich dir nach. Er ist immer der Wirkende. So laufen wir. Sie folgt in dem Lamme, wohin es geht. Merkt ihr was? Er zieht und ich laufe ihm nach. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Was sind die Gemächer? Die Stellung in Christus. Ist doch herrlich. Ich bin im Palast des Königs, in der Stellung in Christus. Wir wollen jauchzen und uns freuen an dir, nicht an Religion, an Lehren, an bestimmte Menschen. Wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Mit Recht haben sie dich lieb. Merkt ihr etwas? Das ist Jungfrau. Andere ist keine Jungfrau. Schwarz bin ich, aber lieblich. Bin ich schwarz? Ja. Weil in meinem Körper noch die alte Sündenatur sitzt. Darum bin ich schwarz. Und trotzdem bin ich lieblich, weil in meinem Geist die Wiedergeburt ist. Versteht ihr? Das ist das Duale. Das ist gigantisch. Wenn du das siehst, da bleibt dir einfach die Luft weg. Vers 8. Ist es dir nicht bekannt, du Schönste unter den Frauen? So sieht der Herr Jesus eine Jungfrau. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ein Gläubiger, der gereinigt ist durch Jesu Blut, dem Lamme folgt und der Jesus im Mittelpunkt hat, von dem sagt er, du Schönste Frau. So geh nur hinaus den Spuren der Schafe nach. Das ist auch der Grund, warum wir Biografien lesen. Ich gehe den Spuren der Jungfrau, der Schafe nach, die früher am Herrn gedient haben. Und weide deine Zicklein bei den Wohnungen des Hirten. Wisst ihr, was das heißt? Ich muss die kleine junge Gläubige zu der Wohnung des Hirtenführers in die Stellung in Christus. Versteht ihr?
eigentlich ist die Bibel relativ einfach, wenn man geöffnete Augen hat. Hohelied 1,12. Solange der König an seiner Tafel war, was ist an der Tafel? Da ist die Speise. Wenn er dich speist, wenn er dir die geistliche Nahrung gibt, wenn er deine Gnadengabe wirken lässt, wenn er dich versorgt, wenn er dir alles gibt, wenn du alles von ihm erwartest, gab meine Narde ihren Duft. Ein Gläubiger, der vollkommen zu Füßen Jesu geht, der hat eine Ausstrahlung geistlich, wo die Leute anzieht. Versteht ihr? Aber das ist vom Heiligen Geist gewirkt. Das ist nicht das, was die Sekte haben. Die Sekteführer, die ziehen die Leute aus anderen Gründen an. Ich habe schon mir Rede erklärt von Sekteführern, gigantisch. Aber gell, wenn du das genau erhörst und du kennst die Wahrheit, muss sagen, wie kann man dem auf den Leim gehen? Und die Leute sind da, stehen vor mir mit leuchtenden Augen. Ich habe mal Leute vom Ivo Sasek in der Hammerhütte getroffen, in der Nähe von der Hammerhütte getroffen, in Siegen. Dann haben die zu mir gesagt, ob ich das vom Ivo Sasek will sein. Nein, will ich ja nie im Leben. Ja, wieso nicht? Dann habe ich ihnen erklärt, was da falsch ist. Dann sagen die zu mir, aber er ist doch wieder Apostel Paulus mit leuchtenden Augen. Ich habe dann gewusst, jedes Wort, das jetzt noch fallen lässt, ist für die Katz und bin weggegangen. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Wir haben nur ein Zentrum, das ist der Herr Jesus. Wisst ihr, was mein Job ist? Ich habe nur die Aufgabe, die Wahrheit an die Leute weiterzugeben und dann hört mein Job auf. Und dann müsst ihr tun, wie wenn ich gar nicht da wäre. Versteht ihr? Man darf sich nie an den Rockzipfel von einem Menschen hängen. Ich gebe nur die Wahrheit weiter und damit ist meine Aufgabe erledigt. Versteht ihr? Im Zentrum, immer der Herr Jesus, so ist gar nichts. Und das ist die Jungfrau, und die ist hier gigantisch. Und wenn der Herr mich versorgt, alles vom Herrn kommt, dann gibt ich letztendlich mit meiner Narde, Narde ist ja das Salböl, dann habe ich Ausstrahlung, habe ich Wirkungen des Heiligen Geistes, die andere sät. Wenn man Kapitel 2 nimmt, wie eine Lilie unter den Dornen. Donner ist die Hure, die Verfluchte. Lilie ist die Gemeinde. So sagt die Bibel, so sind wir. In seinem Schatten saß ich so gern. Ich sitze manchmal im Schatten Jesu, wisst ihr wie? Wenn ich die Schattenbilder der Bibel angucke, dann sitze ich im Schatten Jesu. Und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Wenn Friede, Freude, Liebe, Langmut, Treue, Enthaltsamkeit, wenn das alles da ist, das ist die Frucht, die meinem Gaumen süß ist. Und dann sagt die Bibel etwas in 5, das hat mich doch erschüttert. Sie redet vorher vom Weinhaus der Liebe, denn ich bin krank vor Liebe. 2,16. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Wer weidet unter uns in der Mitte, wenn wir Jungfrau sind? Der Herr Jesus. Und der wichtigste Punkt ist, ich bin sein und er ist mein. Erster Punkt. Es muss glasklar sein, dass ich gerettet bin, dass ich wiedergeboren bin. Und dann muss ich einfach der Herr Jesus im Zentrum, im Mittelpunkt haben, dann passiert gar nichts. Und ich habe euch auf dem Zettel noch einen Vergleich drauf zwischen der Gemeinde und der Hure Babylon. Ich habe das schon als extra Verkündigung gemacht. Ich möchte euch nur ein paar Sachen zeigen. Die Gemeinde ist voll Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2,1. Offenbarung 18,2. Die Hure Babylon ist voll Finsternismacht. Da wirkt Finsternismacht. Das muss uns klar sein. Ich habe bei der Hure Babylon Wirken des Teufels. Ist das klar? Der Teufel hat nur ein Ziel, dass der Herr Jesus aus dem Zentrum weggenommen wird. Er will den Herr Jesus weghaben, dass er seinen Christus bringen kann, nämlich der Antichristus. Die Gemeinde bringt den Leuten Reinigung durch Jesu Blut. Wenn du Offenbarung 18 in Ruhe lässt, sie beschmutzt die Leute. Offenbarung 18,3. Die Gemeinde ist in der Regel eine kleine Herde. In Offenbarung 17, 15 steht, die Hure hat die Masse. Wir sind Fremdlinge auf Erden, sagt die Bibel. Offenbarung sagt, sie gehört zu der Erde. Was ist mit der Erde? Die Erde ist verflucht, sie gehört zum Fluch. Die Gemeinde ist abgesondert. 2. Korinther 6, von 14 bis 7, 1. Sie ist abgesondert. Die Offenbarung sagt, die Hure Babylon vermischt sich mit der Welt. Dann nennt man plötzlich die menschliche Methode, Managertum und solches Zeugs. Okkulte Praktika, Gruppendynamik, Gehirnwäsche. Die Bibel sagt klipp und klar, die Gemeinde ist einfach. Wir haben vorher gelesen, die Hure Babylon hat Prunk und Protz. Die Bibel erklärt, die Gemeinde ist die, die gereinigt ist. Offenbarung 18,2 sagt, die Hure ist voll Sünde. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus, steht klipp und klar in Johannes 16, ab 13. Und hier vor der Hure wird gesagt, die sich selbst verherrlichte. Wir wandeln dem Licht, das heißt, wir sehen die Wahrheit. Wisst ihr, muss ich es gerade sagen, ich bin halt so. Ich kann doch jetzt nicht der Fromme spielen.
Ich muss ganz eiskalt sagen, ich kenne Leute, die geben nie einen Fehler zu. Die entschuldigen sich nie. Die spielen immer vorne, wie wenn sie die große Heilige wären. Wenn du hinter der Kulisse kratzt, dann erschrickst du. Da stehen Leute, die vorne stehen, wunderbar redet und die Leute manipulieren. Und hinterher stellst du fest, die haben 10 Jahre in Ehebruch gelebt. Muss sagen, Entschuldigung, was soll der Quatsch? Ein wahrer Gläubiger ist immer ehrlich. Ich muss nicht jedem alles sagen, aber ist ehrlich grundsätzlich. Ich habe zu meiner Frau vor kurzem gesagt, ich habe schon mal erzählt, er hat gesagt, ich bin viel schwächer, wie ich dachte. Jetzt ist mir wieder das passiert, das ist mir passiert. Und wisst ihr, was dann plötzlich ist? Ihr Eheleute. Plötzlich ist meine Frau mit mir zufrieden, wenn ich zugebe, dass ich Mist mache. Sie ist immer bloß sauer mit mir, wenn ich sage, nee, ich doch nicht. Sobald ich aber sage, ja, ich habe es gemacht. Es war ein Fehler, ich hätte es nicht kaufen dürfen, damit Vogel gehabt. Da ist meine Frau mit mir zufrieden. Ich hatte ja einen Vogel, gell? Ich erzähle euch jetzt nicht, was ich gekauft habe. Menschlich gesprochen, wunderbar, absolut notwendig. Wenn du es genau überlegst, muss ich sagen, da bist du wieder einem auf den Leim gegangen, weil du so gutmütig warst. Wandel im Licht, das ist ganz wichtig. Und sie hat positives Denken, das ist teuflisch, positives Denken. Sie hat das Wort Gottes, das wirkt, und die Hure hat Okkultismus. Sakramente, okkulte Mittel. Und was mich am meisten erschüttert hat, das ist vielleicht das Schlimmste, die Gemeinde führt die Menschen zur Rettung ihrer Seelen und die Hure verkauft sie. Und jetzt müssen wir was ganz Einfaches machen. Egal, wenn jemand von uns, das kann ja passieren, es ist nicht einmal bös gemeint, wenn jemand von uns, weil er nicht aufgepasst hat, einfach von der Hure verseucht wurde, wenn es bloß ein Bereich ist, das muss ja nicht zur Hure schon geworden sein, aber du kannst schon von der was gekriegt haben, das ist ja unter dem Fluch. Dann sagt Paulus klipp und klar in Philipper 3, 13, ich vergesse, was da hinten ist. Wenn du merkst, dass du irgendwo auf den Leim gegangen bist, musst du einfach zu Jesus gehen und sagen, Herr, vergib mir, dass ich hier der Hure auf den Leim gegangen bin, vergib, dass hier meine alte Sündenatur mich zu Fall gebracht hat, vergib, reinige mich mit deinem Blut. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ihm bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Missetat. Wisst ihr, was in derselben Sekunde ist? In der Sekunde bist du wieder eine Jungfrau. Gigantisch. Ich habe noch die Stelle drauf, wegen David. Er war ein Mörder, er war ein Ehebrecher, er war ein Heuchler. Und die Bibel sagt klipp und klar, wenn im Alten Testament das jemand getan hat, dann musste er sterben, er durfte nicht begnadigt werden, 3. Mose. Und trotzdem wird er begnadigt. Wisst ihr, warum? Er betet, entzündige mich mit Isop. Lest den Psalm 51 ganz langsam und setzt bei Isop, ich habe das drüber geschrieben mit Kuli, das Blut Jesu ein. Und wenn du das siehst, dann siehst du, wie das Blut Jesu wirkt, dass auch ein David wieder zur Jungfrau wurde. Das geht. Und dann sagt Gott, 1. Könige 14, 8, zum anderen König, du bist nicht gemäßen wie mein Knecht David, der nur tat, was recht war. Nur, versteht ihr, nur. Gott hat die Sünde so ausgelöscht, dass sie nicht mehr da war. Dann kommt der Teufel und verklagt dich. Das darfst du nicht hören. Du musst sagen, die Sünde ist ausgelöscht. Ich bin, wie ich nie was getan habe. Ich bin vollkommen jungfräulich. Jungfräulich als unberührt. Wie wenn nie was passiert wäre. Das ist gigantisch. Und da gehört natürlich die gesamte Absonderung dazu. Ich sondere mich manchmal ganz radikal. Ich habe mich schon zu sehr abgesondert. Das war auch falsch. Aber manchmal habe ich einen Kompromiss gemacht, habe ich zu wenig abgesondert. Dann kam ein Stück von der Hure. Wenn das passiert ist, geh hin, lass dich reinigen durch Jesu Blut und es ist erledigt. Versteht ihr? Es ist so einfach. Ich komme zu meinem Jesus, lass mich reinigen und bin wieder auf der Jungfrauenschiene. Bloß wenn du nichts tust, das ist klar. Hure und Sauerteig gehören untrennbar zusammen. Wenn du nichts tust und nicht zu meinem Jesus kommst, dich nicht reinigen lässt und nicht immer wieder zurückkehrst, dann passiert etwas. Der Sauerteig breitet sich aus und treibt dich systematisch in das Hurewesen hinein. Das Blut Jesu reinigt dich vollkommen, das vollkommene Opfer, und bringt dich wieder völlig in Ordnung mit Gott. Da brauchst du da auch keine Gedanken mehr machen. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Wenn der Teufel dir dann erzählt und dir die Vergangenheit um die Ohren schlagen will, höre nicht drauf. Sag wieder Paulus, ich vergesse, was da hinten ist, ich bin wieder Jungfrau. Letzter Bibelvers, Hohelied 5, Vers 4. Und zwar ein ganz wichtiger Punkt. Da sagt die Bibel, da geriet mein Herz in Wallung seinetwegen. Wenn du das alles siehst, dann gerät normal dein Herz in Wallung. Dann siehst du, egal wo ich bin, wann ich bin, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, ob ich gesund bin, ob ich krank bin, ob ich Probleme habe, wirtschaftlich, menschlich, ehemäßig, völlig wurscht, was du hast.
In dem Moment, wie du zu meinem Jesus kommst, macht er dich zur Jungfrau. Und dann beginnt er auch, deine Gebete zu erhören. Dann beginnt er, in dein Leben einzugreifen. Wenn du das begreifst, dann gerät das Herz in Wallung. Und dann geht es dir wie denen auf dem Berg der Verklärung, sie sahen nichts als Jesus allein. Und der, der nichts sieht wie Jesus allein, der ist eine wahre Jungfrau. Und die Hure sieht 57 andere Dinge. Aber unsere Entscheidung ist, Hure oder Jungfrau, Hure oder Braut. Dabei ist es so einfach, wenn wir geöffnete Augen haben. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag. Was ist es für eine Gnade, was du mit diesem großen und vollkommenen Opfer in mir und uns alle getan hast, und dass jede Sünde, in die wir hineingefallen sind, durch unsere fleischliche, menschliche Natur, auch durch unseren Hochmut, durch unsere falsche Gesinnung, dass du sie löscht, wie wenn nie etwas gewesen wäre. Dass wir jederzeit zurückkehren können zu einer völligen geistlichen Jungfräulichkeit. Es gibt uns einfach Gnade, jedem in unserer Mitte, dass er in seinem Leben in dieser Jungfräulichkeit, in dieser völligen Reinigung, in diesem Bruch auch mit der Sünde lebt. Aber auch, dass wir als Gemeinde uns hier nichts von der Hure Babylon unterjubeln lassen, sondern dass wir letztendlich vor deinem Angesicht stehen und dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Lass das geschehen, was Paulus hier als Auftrag hatte, uns, die wahren und echten Gläubigen, dir als keusche Jungfrau zuzuführen. Du bist der, der das wirklich alles wirken kann. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres